Hallo ihr Lieben, hier ist Harry Kerkeling. Ich habe eine Riesenbitte an euch. Bleibt bitte zu Hause. Wir haben alle Menschen, die uns am Herz liegen. Und ich glaube, niemand von uns will jemanden von unseren Liebsten verlieren. Ich denke an meine Verwandten, die Risikogruppen sind. Ich denke an enge Freunde von mir, die extrem gefährdet sind. Und die meisten Menschen kennen solche Menschen. Prävention ist keine Hysterie. Wir müssen da alle zusammen durch. Da kann man mal was mit der Familie machen und man kann auch mal was für sich selber tun und relaxen. Und je konsequenter wir das machen, desto schneller ist der ganze Spuk vorbei. Schauen wir, dass das schnell vorbeigeht, wie wir in Österreich sagen. Nutz die Zeit für all das, was du nie geschafft hast. Bring den Garten, den Keller, die Buchhaltung oder sonst was in Ordnung. Ich mache all die Dinge, auf die ich nie Bock hatte. Oh Gott. Ich werde meinen Geburtstag feiern. Denk über deine Kindheit nach. Plan deine Zukunft. Puzzelt. Ich habe mein Badezimmer geputzt, von oben bis unten. Lesen, kochen, kreativ werden. Meine Abschlussarbeit abgeben. Ganz im Ernst, eigentlich ist das der Traum. Ich habe kaum noch Unterwäsche an, es ist herrlich. Freunde und Verwandte mal anrufen, nach denen man sich viel zu selten erkundigt. Schreib Briefe. Selfcare-Leute, innehalten. Meditieren, sich umgucken, Sinnfragen stellen und beantworten. Die nächsten Wochen werde ich dazu benutzen, von den 1000 Büchern, die ich da stehen habe, das eine oder andere, was ich noch nicht gelesen habe, mal zu lesen oder manche, die ich schon mal gelesen habe, zum zweiten Mal zu lesen. Meine Bücher nach Farben zu sortieren, das ist irgendwie sehr, sehr befriedigend. Digi, du hast Internet. Triff dich mit Leuten online. Fang an, PC zu spielen. Ich meine, ihr sitzt doch auch sonst immer alle vorm Computer. Wir als Gesellschaft sind so getrieben und können diese Wettbewerbs- und Produktivitätsauszeit seelisch sehr gut gebrauchen. Weil ich denke, das ist auch eine Riesenchance für viele. Einfach mal runterkommen, runterfahren und innehalten. Wann, wenn ich jetzt? So intensiven Kontakt mit meiner Familie wie lange nicht mehr. Leute, ich wünsche mir von euch, nehmt euch selbst ernst. Nehmt euch selbst wichtig. Werde Teil von dieser Krisenbewältigungsgesellschaft, die gemeinschaftlich und solidarisch dieser Herausforderung gerecht wird. Und das funktioniert aber nur, wenn alle mitmachen. Und zwar deswegen, weil wir ansonsten potenziell hunderttausende Leichen in diesem Land aufstapeln, nur weil wir es nicht geschissen bekommen, drin zu bleiben. Bleibt doch bitte alle einfach mal zu Hause. Und dann können wir den ganzen Sommer draußen tanzen und knutschen und Eis essen. Bleib zu Hause, bitte. Duschen sollte ich öfter. Nicht vergessen, dass das hier alles einfach extrem wichtig ist, was wir machen. Und auf eine seltsame Art und Weise ist diese Distanz schuld daran, dass ich viel näher bin als zuvor.